Huhu, ihr Lieben da draußen. Ja, hier ist mal wieder die Andrea vom Liebeskartenblick von andreawirk.com. Heute haben wir mal wieder Sonntag. Heute gibt es mal wieder ein Auswahlorakel, das zeitlos ist, an dem jeder mitmachen darf, der mitmachen möchte. Egal erstmal, in welcher Situation er ist. Wir gucken uns wie immer die Liebesgeschichte von dir an, also deine Liebesgeschichte. Und heute haben wir das Thema des Realitätschecks bzw. auch der Überprüfung. Heute gucken wir uns einfach mal an, was wirklich in deiner Liebesgeschichte los ist, also so als Realitätscheck. Wir überprüfen ein bisschen und wir schauen uns auch an, was deine Liebesgeschichte jetzt braucht, damit sie konstruktiv gelebt werden kann. Konstruktiv heißt nicht immer, dass man sie dann tatsächlich, mit einem Menschen zusammen ist, sondern es kann auch bedeuten, konstruktiv, dass man sich von jemandem trennt oder dass man eben nicht mit jemandem zusammenkommt oder dass man Single bleibt. Also Single sind auch herzlich eingeladen mitzumachen. Genau. Es kann aber auch eben so sein, dass es eben so ist, dass man mit dem Partner dann zusammenkommt oder wie auch immer oder bleibt bei dem Partner, wenn man in einer bereits bestehenden Beziehung ist. Ja, das ist also das Thema. Realitätscheck, Überprüfung und was braucht jetzt deine Liebesgeschichte. Ich habe hier wie immer drei Stapel. Das sind jeweils drei Tarotdecks. Wir haben als erstes das After-Tarot im Stapel Nummer 1. Im Stapel Nummer 2 haben wir das, ich habe die Boxen gar nicht zu, das Charmin-Caselli-Tarot. Und im Stapel Nummer 3 haben wir das Before Tarot, also 1, 2 oder 3. Du darfst dich jetzt entscheiden, welchen Stapel du gern möchtest. Und während du dich entscheidest, erzähle ich dir noch, dass unter dem Video immer eine Textbox ist. In dieser Textbox habe ich immer ganz viele Informationen, unter anderem auch die Zeitmarkierungen zu den einzelnen Stapeln. Da kann man dann hin und her switchen. Und ich vermerke dort auch die Decks, die ich verwende. Und es gibt noch andere Informationen. Es lohnt sich auf alle Fälle immer mal da reinzuschauen. Genau, ich würde sagen, wir fangen jetzt an und machen mal den Realitätscheck deiner Liebesgeschichte. Ja, ihr Lieben, vom ersten Stapel, ich bin schon beim zweiten Stapel, nur gar nicht angefangen. Fragen wir jetzt mal hier diese Karten und das ist das, ach so, hatte ich ganz vergessen, das After-Tarot. Das fragen wir jetzt mal, den Realitätscheck deiner Liebesgeschichte ab. Also wir überprüfen jetzt deine Liebesgeschichte und fragen auch, was sie braucht im Moment. Was braucht deine Liebesgeschichte? Okay, und du bringst jetzt bitte deine Situation rein, deine Liebesgeschichte. Es kann im Moment jeder mitmachen, auch Singles. Das kann ja auch überprüft werden. Und genau, bringst deine Liebesgeschichte rein und solltest dann aber genau hineinspüren, ob das auch deine Liebesgeschichte ist. Und wenn es nicht deine Liebesgeschichte ist, dann leg die Legung bitte weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. So, was haben wir jetzt in der Mitte? Das ist immer so eine ganz wichtige Karte für mich. Wir haben hier die 6 der Münzen. Ja, ich glaube, es sollte überprüft werden, ob hier überhaupt noch Augenhöhe ist in deiner Liebesgeschichte. Wir haben die 9 der Schwerter in der Vergangenheit. Wir haben die Welt im Feld, im energetischen Feld der Liebesgeschichte. Wir haben die 3 der Kelche hier unten versteckt. Wir haben als Herausforderung bzw. das ist jetzt eigentlich schon so ein bisschen das, das ist noch die Herausforderung, das ist das, was die Liebesgeschichte braucht. Geduld und das gehört da auch noch mit rein, so als Ergebnis. Wir haben hier wir haben noch links und rechts, das ist so der Stand, der Herrscher und der Tod. Wow, wir haben hier den Herrscher und die Herrscherin, 4 große Arkana. Das ist sehr, hat eine gewisse Wichtigkeit hier.
Der Realitätscheck ist, wenn man in deiner Liebesgeschichte jetzt nicht auf die Augenhöhe geht, dann kann es sein, dass sie zu Ende ist. Hier geht es um Augenhöhe. Auch bei Singles. Bist du mit dir selbst auf Augenhöhe? Bist du mit deinem Single-Sein auf Augenhöhe? Mit was bist du auf Augenhöhe und mit was nicht, gilt es jetzt zu überprüfen. Und es gilt es zu überprüfen, im Prinzip gilt es das zu überprüfen, die Augenhöhe und ob man vielleicht mit der Liebesgeschichte noch oder mit dem Partner oder mit der Verbindung noch zugange ist oder eben mit dem Single-Sein, weil es einfach so ist, ja, mit dem Herrscher, das ist eine feste Energie, weil man da noch nicht so raus will. Aber wenn man das jetzt nicht überprüft und auf Augenhöhe geht, wenn man das nicht tut, dann geht das Ding von selbst zu Ende. Also dann ist hier ein Ende. Es ist hier ein Ende. Es ist hier schon ein Ende zu sehen, wenn man nicht aus der Enge, in der man ist, rausgeht. Aus der Verbohrtheit, würde ich fast sagen. Und sich öffnet in das Bedingungsfreie, wie das immer so schön heißt, oder eben ins Geben und Nehmen wenn man sich nicht öffnet. Hier ist eine ganz wichtige Öffnung. Und die Vergangenheit zeigt auch an, dass man im Moment in der Liebesgeschichte, ja, man kämpft so gegen irgendwelche Vorstellungen, die man hat. Man hängt hier in Vorstellungen fest, in dieser Liebesgeschichte. Und das betrifft jetzt natürlich dich, du guckst das, nicht dein Gegenüber. Man hängt hier in Vorstellungen fest, wie man etwas haben möchte, wie etwas gelebt werden möchte. Und wenn man da nicht rausgeht, in die Vergebung hier auch mit der Karte oder was ich eben gesagt habe, Augenhöhe, Vergebung, in die Sanftheit vielleicht auch, dann ist das Ding beendet. Das ist der Realitätscheck. Und was die Liebesgeschichte jetzt braucht, ist Geduld und Annahme eigentlich auch. Geduld und Annahme hier mit der Empress. Und ich glaube, in dieser Liebesgeschichte ist es auch ganz schwierig, also das ist ja auch so ein bisschen hier die Herausforderung, anzunehmen, dass man gerade ein bisschen verbohrt ist und dass man sich gerade mit Vorstellungen festgehängt hat, fast schon. Ja? Und die große Herausforderung ist tatsächlich, da jetzt rauszugehen und wieder ins Fließen zu gehen mit der Herrscherin. Dann kann noch was draus werden. Wenn man das aber nicht tut, dann ist das Ding beendet. Wenn man jetzt ins Fließen geht und in diese Annahme und in dieses Sanfte und in dieses Verzeihen, sage ich jetzt auch fast schon, muss jetzt nicht bei jedem so mit dem Verzeihen sein, aber ein anderes Wort fällt mir gerade nicht ein. Dann, wenn man das tut, dann kann diese Liebesgeschichte auf eine neue Ebene gehoben werden. Dann ist der Tod in dem Fall das, was Neues entstehen kann, also was eine neue Ebene. Aber wenn man das nicht tut, ist die neue Ebene eben das Ende. Und man hat jetzt hier aber im Raum eigentlich die Möglichkeit, diese Liebesgeschichte tatsächlich auch so zu verfestigen und auf eine tatsächlich neue Ebene zu bringen, die eben gemeinschaftlich auch ist, die von Nehmen und Geben spricht, die von Augenhöhe spricht. Auch das sagt mir diese Welt im Zusammenhang natürlich mit dieser Karte. Und im Prinzip möchte auch diese Liebesgeschichte nicht zu Ende gehen, hier mit den drei der Kelche. Sie möchte gelebt werden. Aber wenn man eben nicht in diese Ebene geht der Sanftheit und wenn man nicht rausgeht aus dieser Verbohrtheit, in der man ist und aus diesen Vorstellungen, die man hat, von der Liebesgeschichte und von seinem Gegenüber vielleicht auch, wenn man Single ist, vom Single-Sein oder von der, weiß ich nicht, von dem Markt da draußen an Menschen, potenziellen Partnern,
wenn man nicht aus dieser Vorstellung oder wie man eine Liebesgeschichte leben möchte, wenn man da nicht rausgeht, dann hat man hier keine Chance. Und man darf jetzt sanft zu sich sein und liebevoll mit diesen drei Karten. Das braucht jetzt die Liebesgeschichte. Sanftheit und Liebe und Akzeptanz und Annahme. Erstmal annehmen, dass es so ist und erstmal vielleicht auch die Vorstellungen annehmen und die Verbohrtheit. Und dann eben, ich habe in meinem anderen Kanal letzte Woche ein Video gemacht, eine Legung zur Annahme gemacht. Vielleicht schaust du dir das mal an, wenn ich dran denke, dann verlinke ich das hier irgendwo. Aber vielleicht vergesse ich es auch. Es ist jetzt ganz wichtig, in die Annahme zu gehen und in die, aber auch ins Fließen und sich zu öffnen. Also beides. Wenn du das nicht tust, dann ist die Liebesgeschichte beendet. Und wenn du das nicht tust, wenn du Single bist, dann geht es nicht mehr voran. Dann wirst du da auch, dann wirst du festhängen, würde ich mal sagen. Dann hängst du fest, ja? Genau. Das ist die Legung. Und im Prinzip hat diese Liebesgeschichte eine Chance, hier mit dem Ergebnis auch. Wirklich eine reelle Chance. Sie hat eine Chance, in der irdischen Welt auch wirklich kraftvoll und liebevoll und wachsend gelebt zu werden. Wir haben ja die Empress und wir haben ja die Königin der Pentakel. Und wir haben, wie gesagt, einen Herrscher und die Herrscherin. Das ist ein Paar. Und das sagt mir auch so ein bisschen, hier geht es auch so ein bisschen hier geht es tatsächlich auch um Augenhöhe. Ja? Irgendwas ist hier nicht auf Augenhöhe in deiner Liebesgeschichte. Weil es ist ein Paar aus der gleichen Kaste, wollte ich schon sagen. Also aus der gleichen, ihr seid euch vielleicht auch seelenverwandt, ja? Also könnte sogar sein mit vier großen Arkana und hier den Sechs der Münzen. Wir fragen jetzt nochmal hier das Lenormand, das Golden Lenormand, ob wir hier noch einen Input kriegen. Oh, wir haben ein Herz. Das ist doch schon mal schön. Der wollte raus. Der wollte auch raus. Die wollten alle raus. Einer noch. Gib mir noch. Okay, die zwei. Der wollte hier und der da. Okay, wir haben das Herz hier unten. Hier ist Liebe. Hier ist auf alle Fälle Liebe. Und man macht sich das Leben gerade schwer, weil man den. Wir haben den Engel hier oben. Boah, das ist eine Zusatzkarte. Das sagt mir, hier ist, und dann auch noch hier, also das ist hier auf alle Fälle eine sehr spezielle Verbindung, wo es natürlich oft auch schwierig ist, sich drauf einzulassen, ne? Weil man eine spezielle Verbindung, da darf man wirklich aus Vorstellungen rausgehen, bei speziellen Verbindungen, die eben besonders tief sind oder besonders weit oder eben vielleicht auch Seelenverbindungen sind, da darf man aus Vorstellungen, aus alten Vorstellungen rausgehen, sonst wird das nichts. Wir haben ja auch den Fuchs mit dem Pluto. Und der sagt mir, zum einen auch, dass da Vorstellungen sind, die eben nicht mehr passen. Und der sagt mir aber auch, dass man sich gerade selbst belügt mit diesen Vorstellungen. Und wenn man da nicht rausgeht, dann braucht man gar nicht weiterzumachen. Und das liegt hier genau gegenüber vom Engel. Und der Engel ist eigentlich der, der sagt hier, das ist, hat ein Potenzial, das hat eine Tiefe, das hat eine Weite. Stell dich dieser Tiefe, der Pluto ist auch Tiefe, ja. Wir haben den Hund und den Park. Der Hund und der Park, das finde ich passt jetzt super. mit dem, das ist das elfte Haus, mit dem elften Haus und dem der Waage. Wow. Also, es liegt hier und der, nee, das sind die Wege, was ist denn das? Ach, das sind die Wege, ist gar nicht der Park, sorry. Ach, mich schon gewundert. Ich habe nicht auf die Zahl geachtet, das sind die Wege. Also wir haben hier, vertrau dir und vertrau dieser Liebesgeschichte und der Hund ist für mich Vertrauen und bedingungsfreie Liebe. Und trau dich
diese Liebesgeschichte anzunehmen. Trau dich. Weil wenn du dich nicht traust, dann ist dem Ganzen ein Ende zugesagt. Und wir haben hier noch den Brief. Und wenn du, das liegt hier bei den neuen Wegen eigentlich, das lag hier mit den Wegen zusammen. Und vielleicht ist es auch wichtig, dass du dich traust, eben in Kontakt zu gehen mit deinem Gegenüber. Weil, wenn du ihn noch nicht so wirklich gut kennst, ihm vielleicht einfach zu schreiben, falls du eine Telefonnummer hast. Oder wenn du ihn gut kennst, mit ihm, eigentlich ist das immer ein schriftlicher Austausch, aber wirklich auch mit ihm in Kontakt zu gehen und auch zu sagen, was Sache ist. Also als allererstes solltest du aber in die Annahme gehen, hier mit dem Fuchs auch, und dir das zugestehen, dass du in Vorstellungen lebst, die nicht in diese Liebesgeschichte reinpassen. Das ist der erste Schritt. Und wenn du das geschafft hast und dich öffnen kannst und wirklich auch merkst, dass dein Herz sich öffnet, dein Herz möchte sich öffnen, ja, aber das kann sich nicht öffnen, weil du in Vorstellungen hängst hier. Wenn sich dein Herz dann öffnen kann, dann ist der Weg da, um eben in Kontakt mit deinem Gegenüber zu treten. Oder eben, wenn du Single bist, dich so zu öffnen, dass du dann mit anderen in Kontakt kommen kannst, ja. Das ist die Legung. Wow. Spür hinein, ob das deine Energie ist, ob das deine Liebesgeschichte ist. Wenn ja, dann finde ich das schön, weil ich dich dann vielleicht hoffentlich ein bisschen unterstützen konnte mit den Karten. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich natürlich gerne kontaktieren. AndreaWirk.com, das ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Threema. Und du darfst mich dann über eine von diesen anschreiben oder ansprechen in Form von Sprachnachricht. Ja, ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe. Tschüss. Ihr Lieben vom zweiten Stapel, das ist jetzt das Charmin Carselli Tarot. Das fragen wir jetzt mal nach dem Realitätscheck von deiner Liebesgeschichte. Wir überprüfen heute deine Liebesgeschichte, die du jetzt bitte reinbringst. Wir überprüfen sie und wir gucken aber auch, was sie braucht, was es braucht, damit es gut ausgehen kann. Gut ausgehen heißt jetzt nicht, dass man dann für immer und ewig zusammenbleibt, wenn man jetzt ein Paar ist, sondern es gut ausgehen kann auch eine Trennung sein. Ja, also je nachdem, in welcher Liebesgeschichte man steckt. Und man darf natürlich auch mitmachen, wenn man jetzt wenn man Single ist, geht natürlich auch. Irgendwie kleben die immer. Die oberste wollte aber raus. Okay. Oh Gott. Habe ich eigentlich gesagt, dass du überprüfen solltest? Nee, habe ich nicht. Überprüf bitte, ob das dann deine Legung ist. Habe ich das gesagt? Also wenn das nicht deine Legung ist, leg sie weg. Weil es ist eine allgemeine Legung, genau. Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe. Ich habe einen Blackout. Wir haben ja die 7 der Kelche in der Mitte. Wow. Haben aber ganz schön viele Träumerlis. Die 2 der Stäbe in der Vergangenheit. Die 6 der Pentakel in deinem Feld. Der Liebesgeschichte natürlich. Die 8 der Stäbe haben wir hier unten versteckt. Hier haben wir auch 2 Karten. Die 4 der Münzen. In der Herausforderung, die 8 der Schwerter, das ist so ein bisschen das, was die Liebesgeschichte braucht. Und das auch mit dem Hierophanten. So, was ist denn jetzt hier der Realitätscheck? Wir haben die 5 der Pentakel und das Ass der Schwerter. Da muss ich gerade mal reinfühlen, Leute. Also der Realitätscheck ist, dass diese Liebesgeschichte gerade unklar ist und sie braucht eigentlich Klarheit.
Mit der 5 der Münzen ist es so, man fühlt sich in dieser Liebesgeschichte nicht wohl, man fühlt sich armselig, man ist vielleicht auch im Mangeldenken, man glaubt, man ist nicht richtig. Man glaubt, man ist nicht richtig. Und was aber nicht so ist mit dem Ast der Schwerter, das ist ein Glaube, den man hat. Also hier stimmt irgendwas nicht in der Liebesgeschichte. Hier geht es auch sehr viel um Verlustangst. Das sagt mir auch hier die 4 der Münzen in der Herausforderung. Also ich glaube, in der Liebesgeschichte ist vom Realitätscheck her eigentlich alles gut, aber man ist selbst so ein bisschen im verwirrt. Man fühlt sich vielleicht auch als Opfer. Oder man fühlt sich als Opfer, aber es ist eigentlich alles gut. Auch hier mit dem Ast der Schwerter. Und das sagt mir auch die Mitte mit der 7 der Kelche. Die ist für mich ja immer so ein bisschen das Gefühlschaos. Man weiß nicht, wie man sich entscheiden soll. Man hängt so ein bisschen fest in dieser Liebesgeschichte. Und das hängt aber auch damit zusammen, dass man nicht erkennt, dass die Liebesgeschichte, ich nenne es mal so, gut ist. Es ist kein Drama da. Aber man macht so ein bisschen selber ein Drama draus, weil man total überfordert ist mit seinen Gefühlen und man weiß nicht, wie man sich entscheiden soll, obwohl das in diesem Deck eher eine Traumkarte ist. Er träumt ja hier von seinen Möglichkeiten. Aber es liegt jetzt eine Entscheidung an. Das ist der Realitätscheck. Es liegt eine Entscheidung an in dieser Liebesgeschichte und dir fällt es schwer, dich zu entscheiden. Und die Entscheidung kann jetzt in alle Richtungen gehen. Das muss nicht heißen, sich für einen zu entscheiden oder gegen einen, also für die Liebesgeschichte oder gegen die Liebesgeschichte oder für das Single-Dasein oder gegen das Single-Dasein, sondern es geht einfach nur um eine Entscheidung. Ja. Und in der Vergangenheit war es so, dass du dich noch nicht so ganz rausgetraut hast aus deinem, also du hast dein Herz noch nicht wirklich geöffnet hier mit der 2 der Stäbe und hattest aber den Wunsch, mit einem bestimmten Menschen vielleicht eben glücklich zu sein oder keine Ahnung, oder wenn du in der Beziehung bereits schon bist, dass du dich da, du konntest dich auf jeden Fall noch nicht so richtig öffnen. Du, auch das sagt mir auch die Herausforderung. Du sitzt noch auf deiner Sicherheit fest. Du hältst noch irgendwas zurück, was aber in die Liebesgeschichte rein möchte. Und das ist meistens eben das Herz, die Liebe. Also du traust dich noch nicht, dich wirklich hineinzubegeben in diese Liebesgeschichte. Das sagt mir auch die 5 der Münzen, obwohl die Liebesgeschichte schön ist. Und wenn du Single bist, dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo du eigentlich rausgehen solltest. Weil da draußen wartet jemand auf dich. Ich sag's jetzt mal also da ist jemand, der dich vielleicht schon, entweder tatsächlich jemand, der dich schon ausgeguckt hat, oder es ist energetisch auf jeden Fall jemand da. Also es ist alles gut. Aber du kannst dich nicht öffnen. Und wir haben in deinem Feld der Liebesgeschichte die 6 der Pentakel. Auch hier sage ich, hier fehlt es an Augenhöhe. Und das liegt aber daran, weil du dich klein machst, weil du Verlustängste hast, weil du Angst hast, aus deiner Box rauszugehen. Ich meine, du sitzt zwar hier schon auf der Box, du bist vielleicht schon rausgegangen, aber du guckst trotzdem noch in die Ferne und hast deine Sicherheit, hältst deine Sicherheit fest. Was auch immer die Sicherheit ist, es kann eine materielle Sicherheit sein, es kann aber auch Unsicherheit sein. Also du möchtest nicht unsicher werden und deswegen bleibst du lieber zurück und entscheidest dich lieber nicht. Und du hast jetzt aber den Raum, in die Augenhöhe zu gehen, mit dir selbst, mit der Liebesgeschichte, mit deinem Gegenüber, mit deinem Single-Sein, mit was auch immer. Und hier unten haben wir die 8 der Stäbe, die sagt, ja, hier will was raus, eigentlich will hier was gelebt werden. Hier möchte das Herz sich öffnen, hier möchte eine Entscheidung stattfinden. Nicht nur geträumt werden, sondern wirklich auch konkret Dinge gemacht werden.
Und deine Liebesgeschichte braucht jetzt, dass du rausgehst aus deinen Ängsten eigentlich, die du dir selber machst. Das sind deine Ängste hier. Du musst dich selber zubuttern mit Einfärchen, mit Ängsten und ja, mit der Angst, nicht richtig zu sein oder was nicht richtig machen zu können oder deine Sicherheit aufzugeben, in der du drin steckst. Ja, Single sein zum Beispiel ist auch eine Sicherheit, falls du Single sein solltest. Da gilt es jetzt rauszugehen. Da gilt es rauszugehen. Das sagt mir auch der Hierophant, der ja auch eine Box sein kann, eine dogmatische Box. Aber der auch gleichzeitig für mich eine Karte ist, dass man eben angebunden ist. Und hier kann wirklich eine wunderbare, und der ist auch, wenn man wahrsagermäßig mit dem Tarot umgeht, bedeutet das auch Heirat, also im weitesten Sinne natürlich. Also hier ist auf alle Fälle eine wunderbare Verbindung möglich, die auch gelebt werden möchte. Aber das geht nur, wenn du verstehst, dass du selbst das Ganze blockierst, indem du dir selbst nicht genug bist. Und es ist ganz wichtig, dass du jetzt diesen Raum annimmst, der in dem Feld der Liebesgeschichte ist, auf Augenhöhe zu gehen. Hier sind sie tatsächlich auf Augenhöhe. Ja. Und rausgehst aus deinem selbstgemachten Kopfkino, Angstkino, weiß ich nicht, in was du steckst. Ich weiß, dass ich immer sage, geh raus da. Es ist schwierig, da rauszugehen, aber versuch es einfach. Wenn dir das wichtig ist, wenn dir diese Liebesgeschichte wichtig ist, versuch es. Versuch aus dieser Angst, ich bin nicht richtig, rauszugehen und auf Augenhöhe zu gehen. Dann kann diese Liebesgeschichte gut werden. Ja? Und sie ist auch gut im Moment im Prinzip. Aber du siehst das nicht. Du siehst es nicht, weil du eben in deinem Kopfkino hängst. Oder in deinem Gefühlskino. Oder in deinem Angstkino, ja, was ja auch legitim ist. Es ist alles legitim. Auch hier gilt es vielleicht auch anzunehmen, das ist auch die sechste Münzen für mich, dass man eben diese Ängste hat. Geh erstmal in die Annahme, dass du diese Ängste hast. Das ist ganz wichtig. Und warte mal, nehme ich das jetzt überhaupt? Na gut, nehmen wir das. Ich wollte eigentlich ein anderes nehmen, aber jetzt habe ich das in die Hand genommen. genau. Mal gucken, ob irgendwie eine rausfällt. Ist eine auf den Boden gefallen. Na komm schon. Eine darf noch. Okay. So, jetzt muss ich erstmal aufstehen, Leute. Das ist hier nicht so einfach im Wohnmobil. Aber ich glaube, ich mache mal kurz aus. So, ich habe jetzt die Karte. Das ist das Buch. Das ist komplett rausgefallen. Was haben wir hier? Hier haben wir den Mond, die Gefühle und wir haben den Bären. Und wir haben den Brief und hier oben haben wir den Anker und die Vögelchen. Ja, also für dich ist das alles sehr aufregend. Das ist klar. Du spürst, also auf der einen Seite, und das sind für mich hier auch die Acht der Kelche, ist es sehr aufregend gerade für dich, im Positiven wie im Negativen. Also du spürst, dass da Liebe ist, du spürst so ein bisschen die Liebespfeile, aber hast gleichzeitig Sorge, dass das alles nicht richtig werden kann hier mit den Vögelchen. Ja, das bedeutet auch immer zwei. Ja, wir haben hier immer zwei Vögelchen, bedeutet natürlich auch so ein bisschen eine Partnerschaft. Jetzt nicht im klassischen Tarot, aber man kann es so deuten. So, wir haben hier unten, hier hatten wir den Mond bei den Gefühlen. Du hast ganz viele Gefühle und kannst mit diesen Gefühlen im Moment nicht umgehen. Und hier der Bär auf diesen zwei Karten sagt mir, dass du wirklich noch an dem festhältst, wo du jetzt gerade bist, dich eben nicht wirklich öffnen kannst. Der Bär ist kraftvoll, der Bär ist was Großes, aber der Bär ist auch sowas wie eine Autorität. Und ich habe das Gefühl in Verbindung mit diesen zwei Karten, dass du
dass du wirklich Angst hast, dein Herz zu öffnen oder eben dich für diese Liebesgeschichte zu öffnen, weil das was Großes für dich ist und du glaubst, dass du nicht genügst hier, ja. Und der Anker sagt mir hier, dass du hier sehr, sehr stark noch an diesen Sachen festhältst, hier mit diesen 8 der Schwertern, an diesen, also dass dieses ich genüge nicht und dieses ich bin nicht richtig, dass das eigentlich eine Sicherheit für dich ist. Dass dieses Gefängnis, was du dir hier machst, was eigentlich weg soll, was eigentlich gesagt wird, was die Liebesgeschichte braucht, dass du dich davon befreist, das gibt dir Sicherheit. Oft ist es so, dass Glaubensmuster, die ganz krass sind oder Traumata, die ganz krass sind, eigentlich demjenigen Sicherheit bieten. Und da gilt es jetzt rauszugehen, wenn man diese Liebesgeschichte leben möchte und vielleicht auch den inneren Botschaften zu hören. Ich deute das jetzt mal hier mit dem Brief als innere Botschaften, beziehungsweise alle Botschaften anzunehmen, auch die Botschaften, die vielleicht von deinem Gegenüber kommen oder die sonst von irgendjemand kommen bezüglich deiner Liebesgeschichte. Das sind Botschaften, die jetzt wichtig sind anzunehmen, um zu verstehen, dass man mit der 6 der Münzen auf Augenhöhe ist und eben das, was Gutes da ist und man selber derjenige ist, der das Ganze so negativ sieht. Und das kann auch eine innere Botschaft sein. Aber vielleicht ist es auch eine Botschaft von einem anderen Menschen, weil es liegt ja hier auf diesen 2 Karten und hier sind ja jeweils auch 2 Menschen. Oder es ist eine Botschaft von deinem Herzmenschen, ja? Und wir haben hier das Buch, das ist das Geheimnis. Und du, das ist hier auch ein geschlossenes Buch. Und irgendwie sagt mir, dass du empfindest, du hast, also wenn du jetzt nicht Single bist und noch niemanden kennst, wenn du jetzt jemanden kennen solltest, egal ob du mit ihm in einer Beziehung bist oder ob du mit ihm schon was hattest oder ob du ihn nur gesehen hast bis jetzt und noch gar nichts mit ihm in Kontakt bist, es ist noch ein Geheimnis und du kannst dich im Moment nicht öffnen und das Ganze ist ja außerhalb von deiner Liebesgeschichte gefallen. Also deine Liebesgeschichte ist eigentlich noch ein Geheimnis. Du lässt diese Liebesgeschichte eigentlich überhaupt noch gar nicht zu. Ja, das finde ich auch spannend. Und die möchte jetzt aber zugelassen werden hier. Das ist das, was sie braucht. Wenn du das aber nicht machen willst, dann ist das auch legitim. Du musst nicht, also ich sage nur, was die Liebesgeschichte jetzt braucht, aber das heißt nicht, dass du dich da jetzt rausschälen sollst. Das entscheidest du selbst. Die Entscheidung liegt bei dir. Ja, ich lege das jetzt mal hier ein bisschen woanders hin, weil sonst sieht man ja hier die Entscheidung. Die Entscheidung liegt bei dir. Die Wahl triffst immer du. Wie der Weg aussieht. Ich kann dir nur sagen, was die Karten sagen, was möglich ist, ja, oder was es brauchen könnte, wenn du dich drauf einlässt, ja. Okay, das ist die Legung. Spür hinein, ob das deine Legung ist. Wenn ja, freue ich mich, dass ich dich hiermit unterstützen konnte. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Falls du noch eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich natürlich gerne kontaktieren, ja. andreawirk.com, das ist meine Webseite, da ist meine Telefonnummer und auch meine Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Threema. Du darfst mich dann über eine von diesen anschreiben oder eben auch ansprechen in Form von Sprachnachricht. Ja, ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir wirklich alles, alles Liebe. Tschüss. So, ihr Lieben, vom 3. Stapel. Das ist jetzt das Before-Tarot und das fragen wir jetzt mal, wie das so mit deiner Liebesgeschichte aussieht. Überprüfung, Realitätscheck und was die Liebesgeschichte braucht, was sie tatsächlich auch braucht. Du bringst jetzt bitte deine Liebesgeschichte rein und solltest dann genau hineinspüren, ob das auch deine Liebesgeschichte ist und wenn es nicht so ist, dann leg die Legung bitte weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Genau, da sollte man immer drauf achten. So, wir müssen hier noch ein bisschen runter, Leute. Okay, was haben wir jetzt hier? Den Ritter der Pentakel.
Das ist eine sehr wichtige Karte. Der Ritter der Schwerter in der Vergangenheit. Die drei der Kelche im Feld von deiner Liebesgeschichte. Die sechs der Kelche hier unten versteckt. Die Liebenden als Herausforderung. Page der Stäbe als das, was deine Liebesgeschichte braucht. Und das ist auch so ein Stück weit, was sie braucht. Beziehungsweise auch so der Schlüssel. Ne? So. Die Königin der Pentakel haben wir links und rechts. Oh, meine Lieblingskarte. Die drei der Kelche. Die drei der Stäbe. Ja. Also, der Realitätscheck ist eigentlich wunderbar. Also hier ist eine gute, also hier ist es nicht so schwierig, sage ich mal, wie in den ersten zwei Legungen. Wenn ich mir so den Check angucke, die Überprüfung auch hier mit der mittleren Karte, diese Liebesgeschichte ist beständig. Sie hat eine Basis. Hier sind Möglichkeiten, auf die aufgebaut werden können. Also, wenn du Single bist, bist du jetzt bereit, rauszugehen. Und das zu pflücken, was du auf dem Weg findest, sozusagen. Wenn du jemanden kennengelernt hast, mit dem du noch nicht zusammen bist oder vielleicht den auch noch gar nicht kennengelernt hast, ist auch, hat eure Verbindung auch eine Basis, wo man jetzt poco a poco, langsam aber sicher aufeinander zugehen kann, mit Ruhe und mit Gelassensein. Und wenn du in einer festen Beziehung bist, dann sagt mir das, dass ihr in einer wunderbaren Geschichte seid. Ja, ihr habt eine wunderbare Basis, ihr habt euch was erschaffen, es kann was Neues entstehen. Das ist der Realitätscheck. Das darf natürlich auch zugelassen werden. In dem Fall könnte der Ritter der Pentakel sein, dass man das vielleicht noch nicht so annehmen kann, weil man vielleicht in der destruktiven Form eben ein bisschen verbohrt ist. Der kann auch ein bisschen verbohrt sein, ein bisschen engstirnig. Weil er ein beständiger, bodenständiger Mensch ist, Energie hat und wenn was Neues reinkommt, dann fällt es ihm ein bisschen schwer, das auch dann tatsächlich anzunehmen. Er nimmt es dann irgendwann an, er ist der Ritter, aber es braucht seine Zeit. So, in der Vergangenheit ist tatsächlich irgendwas passiert, was schnell war, was heftig war. Ich sage es jetzt mal neutral, weil es kann was Positives gewesen sein, es kann aber auch was Negatives gewesen, also was Destruktives gewesen sein. Hier ist was Schnelles, Rasantes, Unüberlegtes passiert in der Vergangenheit. Ja, und diese Karte sagt mir auch so ein bisschen die Überprüfung und das darf jetzt überprüft werden. Wo geht es eigentlich jetzt hin? Die Basis ist da von der Liebesgeschichte, aber wo geht es jetzt hin? Was darf geerntet werden? Was darf ich mir mitnehmen? Also ein bisschen aus diesem Rasanten rausgehen. Vielleicht hast du jemand kennengelernt und es ging holter die Polter und jetzt darf erstmal wieder der Gang rausgenommen werden. Oder ihr habt euch gestritten und jetzt darf erstmal wieder der Gang rausgenommen werden. Du hast dich für was entschieden, was vielleicht eher destruktiv war. Jetzt darf der Gang wieder rausgenommen werden. Also der Gang darf jetzt rausgenommen werden aus dem schnellen, rasanten, unüberlegten, um mal wieder durchzuatmen und zu gucken, wo stehe ich, wo bin ich. Was ist möglich, was ist nicht möglich? Das ist so die Überprüfung jetzt. Was ist möglich und was ist nicht möglich? Und mal durchzuatmen. Weil wir haben ja eine Verbindung, die wirklich tief ist und die, das ist für mich einfach die Sechs der Kelche, die vielleicht sogar eine Seelenverbindung ist und die möchte gelebt werden. Die kann aber nicht gelebt werden, wenn es auf diese Art und Weise gelebt wird, wie der Ritter der Schwerter. Es braucht eine Beständigkeit, es braucht eine Bodenständigkeit, es braucht eine, es braucht eine langsame Entwicklung auch hier, ja. Und es braucht vor allen Dingen eine Entscheidung.
Und auch wenn es hier rasant voranging, heißt es nicht, dass man sich entschieden hat. Und ich glaube, die große Herausforderung ist, sich jetzt auch zu entscheiden. Also eine Herzensentscheidung zu machen. Hier ist man nur rasant, ohne Herz. Aber hier gilt es jetzt, eine Herzensentscheidung zu machen. Und das fällt dir schwer. Und was die Liebesgeschichte jetzt braucht, ist mit dem Pagen der Stäbe ein Vorangehen. Und der ist hier besonders interessant, weil er hier vor so einem, ich weiß gar nicht, was das ist. Es kommt mir so vor, als ob er, bevor er jetzt losgeht, nochmal betet oder meditiert oder eben sich hier so eine Erlaubnis holt oder wie auch immer. Also er geht nicht unüberlegt los, sondern er geht mit einem guten Gewissen los, weil er was erreichen möchte. Und er möchte auch geführt sein. Er möchte auch, dieses Losgehen möchte auch angenommen sein. Ja? Und das gilt es jetzt auch anzunehmen. Es gilt anzunehmen, dass man jetzt sich entscheiden darf und dann eben auch in diese Liebesgeschichte reingehen darf. Vielleicht bist du noch gar nicht wirklich drin. Weil du dich ja auch noch nicht entschieden hast. Auch wenn es rasant ging. Ja, das könnte zum Beispiel jetzt auch wenn es ein Schwerterkönig ist, ein Schwerterritter, ein One-Night-Stand gewesen sein zum Beispiel. Das wäre zwar in der Regel eher der Ritter der Kelche, aber also irgendwas Rasantes, was vielleicht aber auch was Rasantes, was von der Kommunikation her war. Also eine interessante, schnelle Kommunikation und man glaubt, man liebt den anderen oder weiß ich nicht, oder eine Streiterei oder was Schnelles, Rasantes, Unüberlegtes, also Unüberlegtes, aber gleichzeitig doch Überlegtes, also das ist so ein Mischmasch, was mit Kommunikation zu tun hat, was aber auch mit einer Auseinandersetzung zu tun haben kann oder aber eben auch, dass man eben gedacht hat, wow, das ist der Mensch, der Mensch meines Lebens und boah, mit dem möchte ich jetzt zusammenkommen. Kann auch sein, sowas. Aber das war eine schnelle Geschichte, die dann vielleicht auch schnell wieder weg ist. Und jetzt gilt es durchzuatmen und zu überprüfen mit den Liebenden. Das Herz auch zu überprüfen. Und das fällt dir schwer. Und dann eben auch loszugehen. Mit Ehrfurcht. Ehrfurcht war das Wort vorhin, was ich gesucht hatte. Mit Ehrfurcht und mit der Annahme. Sich trauen, in diese Liebesgeschichte reinzugehen und rauszugehen aus irgendwelchen Wettkämpfen und weiß ich nicht, ich bin besser, du bist schlechter, das ist ja ein Wettkampf oder Neid oder Konkurrenzkämpfen, da rauszugehen, sei einfach du selbst. Weil das ist eine wirklich eine wertvolle, tiefe Verbindung hier. Das ist eine familiäre Verbindung. Also es fühlt sich wie Familie an. Ja. Manchmal trifft man auf Menschen und man glaubt, das ist, boah, den kennt man schon seit Ewigkeiten und das ist wie Familie. Sowas ist das hier. Und im Raum hast du jetzt auch mit der Dreiderkelche den Raum in deiner Liebesgeschichte eben das Ganze auch wirklich zu starten. Wir haben ja zwei Dreier. Dreier sind Karten, wo man etwas aufbaut, auf die zwei, die schon stabil ist, ja. Und hier geht's um die Emotionen und hier geht's wirklich um was, ein Projekt zu starten, also in die Liebesgeschichte zu erweitern. Und du hast jetzt den Raum, deine Gefühle auch zuzulassen. Du lässt deine Gefühle nämlich noch nicht zu. Es ging hier zwar schnell, aber das ging so schnell, dass du gar nicht wusstest, was ist hier los. Und es gilt jetzt durchzuatmen und dich zu sortieren, die Gefühle zuzulassen. Dafür ist der Raum jetzt da und dich dann auch zu entscheiden. Es kann auch ein Nein sein, es muss nicht ein Ja sein, aber die Entscheidung ist wichtig. Und dann eben, falls du dich für ein Ja entschieden hast, mit Ehrfurcht und Annahme und Anmut loszugehen und mit Mut vor allen Dingen. In die Liebesgeschichte rein, ohne
ohne Kämpfe, ohne innere Konflikte und äußere Konflikte, ohne inneren Wettbewerbsdenken und äußeren Wettbewerb, ohne Konkurrenzkampf, der von innen ist und auch von außen. Also wirklich, hier, das ist eine ganz tolle, sanfte Energie hier, voller Ehrfurcht. Weil vor so einer Art von Verbindung darf man auch Ehrfurcht haben, weil das wirklich eine spezielle Verbindung auch ist. So, wir fragen jetzt mal das Golden Lenormand noch, ob es hier noch irgendwas zu wissen gibt. Oh, es sind zwei Karten auf den Boden gefallen. Und eine noch, bitte. Okay. Gott sei Dank nicht so weit weg wie in der zweiten Legung. Okay, also, wir haben hier den Ring. Hier geht es wirklich um die Entscheidung für die Verbindung. Weil, hier, das ist zwar auch der Vertrag, aber eine Verbindung, wenn man sich für eine Verbindung entscheidet, heißt das nicht gleich, dass man heiratet oder einen Vertrag abschließt, sondern einfach nur die Entscheidung für diese Verbindung. Ja, darum geht es jetzt. Oh, wir haben ja zwei Karten. Wir haben ja das Haus und den Hund. Das ist ja wunderbar. Hier bei der Königin der Pentakel. Das spiegelt eigentlich auch so ein bisschen die Königin der Pentakel wider. Eben Treue, Zuhause sein, Festigkeit, Freundschaft, Liebe. Ja, das ist im Rahmen. Das ist da. Das ist eigentlich schon da. Das ist eigentlich der Realitätscheck. Das ist schon da. Das darf man einfach auch wissen. Es ist stabil, deine Verbindung ist stabil oder du bist als Single jetzt bereit, tatsächlich in die Welt rauszugehen. Ja, wir haben hier, wow, auf der 6 der Kelche liegt die Lilie, die ist für mich ja im Lenormand auch immer so eine Seelenverbindungskarte, das habe ich für mich so definiert, das finde ich ja jetzt echt spannend. Also hier ist wirklich eine ganz spezielle familiäre, wie auch immer, man kann es eben auch Seelenverbindung nennen, ganz, ganz speziell. Und die hat eine Chance, in die Realität gelebt zu werden, auf alle Fälle. Wenn man klar ist, du darfst dich jetzt klar machen. Sei sanft mit dir, sei klar mit dir, sei ehrfürchtig, aber nicht so wie der hier. Ja. Und wir haben das Kind. Wo lag denn das jetzt? Ich glaube, das lag hier irgendwo. Also hier darf wirklich was Neues gestartet werden. Mit kleinen Schritten. Du darfst dir Zeit lassen. Ja, du darfst dir ruhig Zeit lassen. Du darfst mit kleinen Schritten gehen. Das ist auch der Page der Stäbe. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch hier oben lag. Lass dir Zeit. Das ist so eine Art von Verbindung, wo man auch seine Zeit braucht, um sich zu entscheiden, um nach vorne zu gehen, um das zu verstehen. Nimm dir die Zeit. Du hast alle Zeit der Welt. Ja, geh raus aus diesem Ich muss. Vielleicht bedeutet eben auch der Ritter der Schwerter, ich muss mich jetzt entscheiden, ich muss jetzt das und das tun. Ich will so schnell wie möglich. Geh da raus. Geh in den inneren Frieden. Geh in die Ruhe. Geh in die Geduld. Und hier außen lag der Baum, der ja auch so ein Stück weit Geduld ist, und die Blumen. Also diese Liebesgeschichte ist ein ganz großes Geschenk und kann eine ganz gefestigte, beständige Liebesgeschichte werden. Ist sie aber halt noch nicht, weil das liegt außen. Ja, es liegt an dir, wie du damit jetzt umgehst. Ob du dich dafür entscheidest oder nicht. Nimm dir Zeit. Geh raus aus dieser Eile. Vielleicht bedeutet tatsächlich auch einfach nur dieser Ritter der Schwerter. Geh raus aus der Eile. Nimm dir Zeit. Für die Entscheidung und nimm dir auch Zeit, das Ganze zu spüren. Du hast jetzt den Raum, das zu spüren. Die Verbindung an sich hat schon seine Stabilität und seine Basis. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Es braucht aber Zeit und es darf mit Kinderschuhen, du musst dir das vorstellen, das ist wie wenn man Kinderschuhe an, wie wenn ein Kind anfängt zu laufen. Das darf man zwar mit Enthusiasmus machen, aber langsam, und es darf sich entwickeln, ja. Okay, spür hinein, ob das deine Legung ist.
Wenn ja, dann freue ich mich natürlich. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Falls du noch eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich gerne kontaktieren. andreawürk.com, das ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Streamer. Und du darfst mich dann über eine von diesen anschreiben oder ansprechen in Form von Sprachnachricht. Ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Tschüss.